Moin Moin Leute, ich bin's, euer Sascha. Ich befinde mich heute den ersten Tag in einem Skigebiet. Und zwar haben wir Mitte Oktober und wir sind am nördlichsten Skigebiet in Deutschland. Das ist die Skihalle im Hintergrund. Das ist das Alpine Center in Wittenburg. Dieses Alpine Center liegt direkt an der A24 zwischen Hamburg und Berlin und bietet, ja, ich sag mal, für den norddeutschen Raum so die einzige Möglichkeit, doch in greifbarer Nähe irgendwie Snowboarden oder Skifahren zu gehen. Heute ist auch die Saisoneröffnung der Skihalle. Bedeutet, die machen jetzt den Winterbetrieb und haben wahrscheinlich wieder alle Pisten geöffnet. Im Sommer haben die so eine kleine Phase, wo sie 2-3 Monate lang nur für die Profis die Bahn vereisen im Prinzip und dort für Wettkämpfe trainieren lassen. Ansonsten ist dann die Halle, also die Hälfte der Halle fürs Publikum wieder geöffnet. Und heute ist Saisonbeginn, Wintersaisonbeginn. Das werden die auch noch in einer Après-Ski-Party feiern. Heute Abend treten Ike Hüfgold und Ingo ohne Flamingo und ein paar weitere Stars oder Künstler aus dem Bereich Après-Ski und Ballermann-Hits auf. Und das werden wir uns natürlich auch noch reinbeamen. Ja, dann werden wir uns gleich erstmal umplünnen, die Snowboards schnappen und dann gehen wir schön rein in die Halle. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So, wir beiden sind gerade hochgeliftet, haben leider feststellen müssen, dass die rote Seite, also sprich die etwas steilere Seite, noch gesperrt ist für die Profis, die sind auch noch ganz fleißig am Bahn ziehen. Bleibt für uns die etwas leichtere Abfahrt. Die Halle hat ungefähr 330 Meter Piste und das eben zweimal, einmal etwas leichter, einmal etwas schwieriger. Und wir fahren jetzt die leichte Seite erstmal. So, jetzt befinde ich mich am Fuße der blauen Abfahrt. Haben mal den Berg hinauf gefilmt. Ja, in der Mitte befindet sich ein Vierrad-Sessellift, der einen ganz komfortabel nach oben bringt. An der Seite befindet sich noch ein Schlepplift, den habe ich allerdings noch nie im Betrieb gesehen. Oben auf der Hälfte der Strecke, das ist das flacheste Stück, sage ich mal so, ist noch so ein Zauberteppich, wo man als Anfänger ganz gut hochfahren kann, wenn man das Snowboarden oder das Skifahren gerade erst erlernen möchte. Ja, jetzt begebe ich mich mal auf die Seite, wo eigentlich die schwerere Abfahrt von den beiden ist. Und dann gucken wir mal den Profis zu, was die so machen. Ja, da haben sie zwei Pisten im Prinzip als Slalom-Parcours aufgebaut. Die Piste ist auch noch ganz gut vereist, wie man sieht. Da wird die Kanten richtig schön greifen. Ja, Moment. Fährt da so keiner runter, aber vielleicht gleich. Hier auf der Seite ist auch noch eine Schlittschuhbahn. Ja, und im Prinzip der Kinderhügel. Oder eben auch für diejenigen, die sich jetzt das allererste Mal auf Skier bzw. auf Snowboard stellen, ist das hier auch ganz gut geeignet. Bevor man eben den bösen Ausstieg aus dem Sessellift das erste Mal machen muss. So, ich habe mich noch ein bisschen näher an die Piste ran begeben. So, hier hat man noch einen ganz guten Überblick über die gesamte Halle. Jetzt hinter mir, hinter der Glasfassade,
befindet sich einmal in erster Linie unten eine Bowlingbahn und die Après-Ski-Hütte. Oben sind noch zwei Restaurants und wenn ich mich mehr so in diese Richtung schwenke, ist auch ein Kantinenrestaurant, was man dann nutzen kann, wenn man hier die All-In-Karte sich gegönnt hat. Die All-In-Karte gibt es in drei Stufen, einmal den ganzen Tag, einmal ab mittags, einmal ab abends. Man hat dann die Möglichkeit, Getränke und Nahrung auf dieser Karte zu sich zu nehmen. Und man kann sich auch die Ski- und Snowboard-Ausrüstung, wenn man denn möchte, ausleihen. Das ist eigentlich ganz gut, wenn man wirklich noch nie damit zu tun hatte, kann man alles ausprobieren, alles austesten und sagen, ja, das ist was für mich, ich mach weiter. Wenn man natürlich schon seinen ganzen Kram hat, so wie wir, dann holt man sich ein Stundenticket, also 2 Stunden oder 4 Stunden oder eben ein Tagesticket. Da kommt gerade einer von den Profis. Ja, die malen da ganz schön runter. Ja, wir werden uns jetzt noch mal so 2-3 Mal die Piste reinziehen und dann erstmal in die Après-Ski-Hütte, um dann heute Abend letztendlich die Après-Ski-Party mit Icke Hüftgold und Ingo ohne Flamingo zu zelebrieren. Hauptsache Alkohol! Bin ich wieder zu Hause angekommen. Ich hatte eigentlich vor, an Ort und Stelle auf dem Parkplatz des Alpine Centers noch ein Abschiedswort zu verfassen. Das war leider nicht möglich oder wäre eben nicht so schön geworden, weil dort ein Flohmarkt stattgefunden hat. Bedeutet sehr viele Menschen, sehr laut, sehr viele Autos. Macht keinen Spaß. Somit setze ich mich jetzt hierher und werde in aller Ruhe erstmal ein Fazit über das Alpine Center verfassen. Und gleichzeitig den Vergleich zum Snowdome in Bispingen heranziehen. Die Skihalle kenne ich auch, ist allerdings schon 2 Jahre her der Besuch, als ich dort war. Fangen wir einfach mal mit dem Snowdome an. Der Snowdome unterscheidet sich ein wenig. Dort ist die Piste im Prinzip, wenn man es von unten den Berg hinauf guckt, auf der linken Seite gelagert. Und nicht so wie im Alpine Center, dass man den Lift in der Mitte hat und links und rechts zwei Pisten sind. Bedeutet, es ist eine Piste, die man runterfahren kann. Dem Unterschied, den der Snowdome noch zu bieten hat, ist der Funpark, der eigentlich relativ genau unter der Sesselbahn verläuft. Diesen Funpark hat das Alpine Center nicht zu bieten. Die hatten mal eine Halfpipe am Ende der Strecke unten und hatten auch mal so ein paar Rampen und Sachen aufgebaut aus Schnee bzw. auch ein paar Stahlsachen mit Kunststoff, also eben wie man es so aus den Skigebieten kennt, ist momentan jetzt das 3. Jahr, glaube ich, wo gar nichts mehr vorhanden ist. Bedeutet reine Piste, kein Parcours. Das ist beim Snowdome besser. Ich möchte auch ja im Prinzip ja, was ich ja nicht besser finde am Alpine Center ist eben dadurch, dass da 2 Pisten vorhanden sind, wo wir leider nur eine von fahren konnten, ist, dass man eben diese rote Piste und die blaue Piste hat. Die rote Piste ist ein bisschen steiler, ist ein bisschen spaßiger, die Sache am Ende auch. Also da wird man auch ganz gut schnell. Bietet der Snowdome nicht, der hat nur eine Piste. Ich kann jetzt mal so ein paar technische Facts dazu sagen. Also beim Alpine Center ist... Ja, erstmal, die haben einen 4er-Sessellift, wie man gesehen hat. Im Snowdome ist es ein 6er-Sessellift. Die Piste im Alpine Center ist 330 Meter lang. Und die beiden Pisten, nehme ich mal an, dass sie es so gemeint haben, teilen sich 80 Meter. Also kann man sagen, die eine ist etwa 30 Meter breit, die rote Piste, die blaue etwa 50. Beim Snowdome ist es eben eine Piste, die 60 Meter breit ist. Wie ich schon sagte, die blaue und die rote Piste im Alpine Center. Erstmal die rote ist bis zu 31% Gefälle. Das ist also eine leichte rote noch. Bei der blauen sind es 17% Gefälle im Maximum.
im Alpine Center wiederum kam mir das Ganze noch sehr viel flacher vor. Die geben 20% im Maximum an und sagen aber 9% ist das geringste Gefälle. Also es geht oben erst ein bisschen steiler los mit den 20% nehme ich an und wird dann doch in der Mitte bis zum Ende hin bei 9% doch einen relativ langen Auslauf, relativ flach. Ist für Übungen, also wenn man anfängt mit dem Snowboarden, ganz nett, verliert aber sehr schnell den Reiz. Alpine Center hingegen hat durch diese beiden Abfahrten ein bisschen mehr Reiz. Man kann ein bisschen steiler abfahren, man kann ein bisschen steilere Hänge üben. Zu den Preisen, ich sage jetzt mal einfach, die haben Stundentickets. Beim Alpine Center sind es 2 Stunden für 21 Euro. Beim Snowdome ist es 19,50 Euro für jede Stunde. Es gibt ein Tagesticket für 34 Euro im Alpine Center. 37 Euro kostet das Tagesticket im Snowdome. Es gibt im Snowdome zusätzlich noch ein Abendticket für die letzten 4 Stunden für 29 Euro. Und es gibt auch ein 4-Stunden-Ticket, das ist aber dann zeitunabhängig im Alpine Center für 28 Euro. Unterschied ist noch, man kann im Alpine Center die All-In-Karte nutzen, die beinhaltet für die Zeit, die man sich da aufhalten kann, Essen, Kantinenessen, sag ich mal, Getränke. Momentan ist es so geregelt, da gibt es eine Abkreuzkarte. Man kann sich, glaube ich, 4 Bier, Wein, Sekt, einen kurzen und jede Menge Softdrinks drauf abstempeln lassen, bin ich der Meinung. Essen ist, wie gesagt, frei, man kann sich aus der Kantine immer wieder nehmen. Ist eigentlich ein ganz nettes Angebot. Findet so statt, ab abends, also ab 18 Uhr für 34 Euro, sollte man ab mittags dort sein, ich glaube das war 14 Uhr, kostet die 44 Euro. Und sollte man eine Tageskarte mit All-In nehmen, liegt man bei 54 Euro. Ist ein sehr gutes Angebot, finde ich. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt da. Zusätzlich zu dem Essen und Trinken kann man sich auch sämtliche Snowboard-Ausrüstung oder Ski-Ausrüstung leihen. Sprich Boots, Kleidung, Bindung natürlich auch. Und die Skier und die Snowboards selbst. Was man auf jeden Fall mitbringen muss, ist Handschuhe, Schals und ja, also die Sachen, die am Körper anliegen natürlich und der Wäsche. Ich glaube, einen Helm kann man auch leihen. Bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, ob der in dem Innenangebot mit drin ist. Ich glaube, ich hatte mal einen Euro extra bezahlt damals für einen Helm. Sind wir auch nicht so viel. Ja, Sachen im Snowdome zu leihen sind immer exklusive der Karte. Bedeutet Aufpreise. Essen gehen ist genauso, à la carte. Haben zwar auch so Buffets im Angebot, aber er ist immer exklusiv. Man zahlt also das noch oben drauf. Somit ist es vom Preis-Leistungs-Verhältnis im Alpine Center doch wesentlich besser, meiner Meinung nach. Vom Zustand der Halle und wie gut besucht die beiden Hallen sind, ist das Alpine Center im Sommer eigentlich gar nicht zu empfehlen, wenn sie denn offen haben für Publikum. Da ist eigentlich kaum gespurt. Der Schnee aus letztem Jahr liegt noch bis weit in die Zeit September, sag ich mal, rein. Jetzt im Oktober hatten wir, glaube ich, auch noch keinen neuen Schnee. Das war noch relativ, ja, das hat relativ doll gebremst am Ende unten. Das hatte ich im Snowdome etwas besser in Erinnerung. Von der Fülle her ist es im Snowdome auch wesentlich besser gesucht. Das ganze Ding liegt vielleicht auch etwas besser. Liegt zwischen Hamburg und Hannover an der A7. Da sind wahrscheinlich mehr Ballungszentren, wo die Menschen halt eben einfacher an diesen Snowdome kommen. Das Alpine Center ist nicht so doll besucht. Am Wochenende in der Hauptsaison, sprich November, ja Dezember auf jeden Fall, Januar, Februar, März, ist da auch relativ viel los. In der Woche kann man da sehr gut alleine fahren. Ja, das ist so das Fazit zu diesen beiden Hallen. Und ich würde mich dann jetzt in dieser Form verabschieden. Und wie immer am Ende eines Videos sage ich, lasst mir doch bitte einen Daumen bei YouTube da und abonniert meinen Kanal. Ciao Leute!